explored previously in the Eladrin of teleporting and having these extra effects. But the Archfey patron takes that notion and dials it up to 11. This includes helpful effects like teleporting and gaining temporary hit points, but then it also includes things like taunting step, where you impose disadvantage on someone's attack rolls unless they attack you. Now, and you as a warlock player might be wondering, why would I want to encourage someone to attack me? Yeah. Well, I'm glad you asked, because as you go deeper into this subclass, you'll see that you then start gaining abilities where you can then punish people for attacking you by dealing psychic damage to them. You can also make it so that you turn invisible. And so now suddenly they have disadvantage to attack everybody else, but also you. We love this shtick so much. Ich porte mich ran und bin weg. So, du Wichser. Ich verwirr dich jetzt. Alter Falter, nee. Der Tank Warlock, ich sag's da, Fabian, das wird's einfach. Der fucking Tank Warlock, der ist es. Der wird so richtig abgehen. Du willst ja das, du willst ja mit der Eldritch Invocation und Origin viel tough, bist einfach übel tanky, gehst hin, holst dir ein Schild, sodass du da noch einen hohen AC hast. Keine Ahnung, bumpst irgendwie deinen AC, I don't know how, aber bumpst den einfach hoch auf 20 oder so und stehst einfach vor dem Gegner. Du wirst jetzt losen. Portest dich hin, wirst unsichtbar, der hat Disadvantage auf alle, egal ob das du bist oder andere, er hat einfach auf Disadvantage auf alle. Und dann dusst du ihn einfach die nächste Runde obliteraten, weil du invisible bist und Advantage auf ihn hast, weil er dich nicht sehen kann. Warlock haben die ganz große Dosis eingenommen. Hey. Und dann bist du halt noch, komplett variabel in dem, wie du das skillst. Natürlich. Ja, schwierig. Das muss man sehen, aber das hört sich leider sehr unfair an. Allgemein, also gerade für den DM. Sehr unfair an. Ich meine, ich bin ja gerne DM und ich lasse mir gerne auf die Mütze hauen von meinen Playern. Aber wenn sowas kommt, Junge, da werde ich auch aggressiv. Wenn jeder Encounter nur noch so ein Kindergarten-Encounter wird. Ich bin sowieso wirklich gespannt, was für Monster die da raushauen, die eine Herausforderung darstellen sollen. Bei so bufften Shit. Ja. That in the level 14 feature, which is brand new, Bewitching Magic, we've made it so that once you reach this level, whenever you cast an enchantment or illusion spell, hey, you can also Misty Step. And that Misty Step can have these extra effects. So this is going to be ridiculous in all the best ways. Like, yeah. That fae flavor, which includes often a kind of trickster element. And you're going to see this here of trickster. You're vanishing, you're reappearing, you're messing with the foe. Monsters are going to hate this warlock. And this is the core identity of being a fae. Ich wollte gerade sagen, also nicht nur die Monster werden das hassen. Der DM wird das quasi am allerdollsten hassen. Wenn du so einen verschissenen Warlock auf dem Spielfeld hast, der sich nur noch rumportet und den du nicht mehr hitten kannst. Bin selbst der Woke-Trickster weniger Trickster als ein scheiß Warlock. Ja. Also alle Klassen, die sich nicht rumporten können und die sich nicht unsichtbar machen können, die werden eine echt beschissene Zeit haben, ne? Die werden so hart derbe aufs Maul bekommen, weil der DM nichts anderes angreifen kann. Also am Anfang dachte ich schon, die Klassen sind echt krank, aber bis jetzt, Woke und Warlock hört sich einfach widerlich an. Ah, ja. Auf abnormale Art. Wobei der Rogue hört sich halt schön variabel an, ne? Also da würde ich jetzt nicht behaupten,
Der wird übel broken. Naja, mit seinem Massive Damage und einfach instant unsichtbar werden jede Runde. Stimmt, diese Hide-Action, ja. Aber das nimmt ja von seinem Damage runter. Wenn er die macht, muss er Damage dafür aufgeben. Dann ist er trotzdem unsichtbar. Ja, das halt. Ja, okay, ja, kann ich schon, ja. Aber Fabian, wir haben noch nicht alles gesehen. Kann schlimmer werden. Ich meine besser, so, ne? Also für Spieler ist es ja. Für Spieler ist es legit besser. Ja. Weil es halt cooler. Gleich kommt der Druide. Ja. Der wird einfach nur tot genervt. Der darf gar nichts mehr. Ah, sehr schön. Das wäre lustig. Oder er wird einfach zu Tode gebufft. Dass halt wirklich nur noch Druide gespielt wird. Also Warlock ist im Moment. Warlock ist, das ist eine krasse Änderung. Also das sind. Kompliziert, aber straight up einfach alles, alle seine negativen Sachen weggeholt. Ja, also ich glaube, das sind halt die krassesten Änderungen bis jetzt. Ne? Also beim Fighter hast du auch. Weil Fighter ist ja nur krass, weil halt diese Weapon Masteries dazugekommen sind. Ja, und das ist ja aber kein Fighter-spezifisches Ding, sondern das ist halt ein waffenspezifisches Ding. Aber das da ist ja jetzt wirklich Warlock. Und das ist nur einer. Fabian, wir müssen jetzt mal reinhören, aber da sind noch andere Patreons. Und die werden nicht weniger Patron. Yes. Glaube ich auch nicht. Again, I look forward to people diving in. People got to see a version of this in the Unearthed Arcana process. And it is just a teleportation fantasia. Yeah, that leads us into, let's talk about this Celestial Patron. So the Celestial Patron originally appeared in Xanathar's Guide to Everything. It's now graduated to the Player's Handbook. And in the process, we have enhanced it in a number of ways. This subclass, along with the others, gets to benefit from the expanded spell list and spell chapter of this book. And I'm bringing that up now when we're with the Celestial Patron, because one of the spells we were able to add to their list of spells is Summon Celestial, one of the new summon spells. And you're going to see that in a number of our classes that have either, you know, patron lists like this, or the oath lists in the paladin, or the domain lists in the cleric, and so on and so forth, that these subclasses really have benefited from the expanded spell chapter in this book. Also, something we didn't talk about with the Archfey patron, which I'll mention here, all warlock subclasses in the book have a major enhancement when it comes to that list of spells they get. Because in 2014, that expanded spell list that each patron provided simply gave you an expanded list that you could choose from when choosing the spells that your warlock knew. The major difference now is you automatically have all of these spells always prepared, and they do not count against the spells that you prepare with your pack magic feature. That's amazing. That means every warlock that uses these subclasses is going to just suddenly have a much fuller kit when it comes to the spells that are available to them to cast with pack magic. Yeah. So that is a big deal, particularly important for the Celestial Patron Warlock, because it's these spells that really help bring the Celestial flavor to life. It's how you get spells like Guiding Bolt, Cure Wounds, Aid. It helps you really fulfill that fantasy of being the helpful Warlock. Aid is annoying. And that in many ways is the identity of the Celestial Patron Warlock. Not all warlocks are necessarily selfish with their power. But you still could be. Yes, you absolutely could be. You'd be the most evil Celestial Warlock. You'd be like a hired hitman by the gods. And people will find that there are a number of adjustments within this subclass, now tying into some of the material in the base class. Celestial Resilience, for instance, now gets to play off your Magical Cunning feature in the base class. All really fabulous, including at level 14 in Searing Vengeance, this feature now applying to you
or an ally. Perfect. The Fiend has always been an extremely popular and iconic Warlock subclass, and really strong out of the gate. The Fiend of the four subclasses has the most of its sort of 2014... Uff, ich habe gerade Searing Vengeance da mal durchgelesen. Ja. Dass man das jetzt mit einem anderen benutzen kann, heißt... Allows you to resist death. When you have to make a death saving throw at the start of your turn, you can instead spring back to your feet with a burst of radiant energy. Also halt ein anderer auch noch. Also das heißt, zwei Personen können das machen. Und you regain hit points equal to half your hit point maximum. Ab hier? And you stand up if you choose. Each creature of your choice within 30 feet of you takes radiant damage equal to 2d8 plus your charisma modifier and is blinded until the end of your turn. What? Dann noch Damage und ein Debuff. Ja. Das fehlt ein bisschen Overkill. Ja. Und du kannst das jetzt einfach auf zwei Personen drauf machen. Das heißt, wenn du und jemand anderes dead bist. Also ein fetter AOE kommt. Oder hat er gerade gesagt, er kann es auf andere anwenden? Ich glaube, auf andere anwenden. Ich glaube, wenn einer umgeht, kann er da Death auch verhindert, Mann. Ja. Has the most of its sort of 2014. Extremely popular and iconic Warlock subclass. And really strong out of the gate. The Fiend of the four subclasses has the most really fulfill that fantasy of being the helpful warlock. And that in many ways is the identity of the celestial patron warlock. Not all warlocks are necessarily selfish with their power. But you still could be. Yes, you absolutely could be. You'd be the most evil celestial warlock. You'd be like a hired hitman by the gods. And people will find that there are a number of adjustments within this subclass, now tying into some of the material in the base class. Celestial resilience, for instance, now gets to play off your magical cunning feature in the base class. All really fabulous, including at level 14 in Searing Vengeance, this feature now applying to you or an ally. Perfect. Okay. The Fiend has always been an extremely popular and iconic Warlock subclass. Okay. And really strong. Also das heißt, du kannst einfach jemand anderen zum Leben wieder bewecken und der macht dann noch sogar Damage um sich drum. Has the most of its sort of 2014 hat man dann immer. Pieces still egal, present. Right. Ja. But those pieces have all been enhanced. The spell list has been revisited. You can use some of your features more often than you could before, like Dark One's Own Luck. Hurl Through Hell is still terrifying, but also has sort of clearer functionality than it had before. You also, with the fiendish resilience that you get here, magical weapons no longer bypass your resistance. That's fantastic. Yeah. So it's this of the four subclasses is the most like what it was before, but even so, you're going to find just a bit better. Oddly tanky in Baldur's Gate 3, really, because that constantly killing of a creature and getting temporary hit points, bouncing around like that, just kept you alive on the battlefield much longer than I anticipated. That tankiness in Baldur's Gate 3 is also here in spades because probably the biggest enhancement for the Fiend Patron is in Dark One's Blessing. Yeah. Because now you gain its benefit whether you're the one who drops the foe or someone else does within a certain distance of you. So you are going to be farming those temporary hit points much more easily than you ever could before.
great old ones. This one is, for all intents and purposes, a new subclass. We really rebuilt the subclass from the ground up, just like the Archfey patron, because we felt that the great old one patron in 2014 oozed with flavor, and I very purposefully literally choose the word oozed with this subclass that is all about entities like Cthulhu. But we felt that just as the Archfey patron didn't really deliver the goods well enough mechanically, we felt the same here. Those two subclasses really needed overhaul so that they felt like peers to the Celestial and Fiend patron warlocks. Mm-hmm. Celestial and Fiend patron warlocks were on really solid ground mechanically. Yeah, absolutely. But these two, they needed some love. And in this case, oh my gosh, did we pour on the ooze and the psionic power. Because now you're going to be able to much more easily have that fantasy of using psychic power to harm people, to whisper into other people's minds, to summon an aberration, because again, one of the benefits of having the new summoning spells in this book is that we could now build the summon aberration spell directly into this subclass, because the create thrall feature now relies on you summoning up this strange creature from beyond the stars, which the new version of summon aberration, one of the options includes summoning a mind flayer. Yeah. So what? The friend you summon might be a mind flayer that appears and is helping you. Now, not a mind flayer from the monster manual. Yes, it but is the a version. It is a mind flayer option within the summon aberration spell. And this is a great spell. Is like mind flayer the OP? I mean, because that's a big change for these. Also dem haben sie so ein bisschen dann quasi, also, ja, gut, da waren auch sehr viele Sachen dabei, Dominate Beast, Dominate Person, also dem haben sie, der soll... Der macht sich aus allen Sklaven. Ja, der macht sich Sklaven, ja. Der macht nicht die eigenen Hände dreckig. Ja. Der lässt arbeiten. Ja, so sieht's aus, ja. These earlier ones, bringing detect thoughts, dissonant whispers, phantasmal force, Tasha's hideous laughter, clairvoyance, hunger of Hadar, confusion, summon aberration, modify memory, and telekinesis. And when you do damage, you can turn things modify into psychic damage. Memory yes, is dabei. That connects to the fact that... What? Modify memories... Wait. Did that work? Schon? Ja. Du, den Spell gibt's, der Spell ist übel. Was denkst du denn, was mit den Leuten passiert ist, die hier in meiner Critical Role Kampagne hatten? Das ist mir klar, aber dass das wirklich ein richtiger Spell ist. Das ist ein Spell, ja. Oder inwiefern kann man das verändern nach dem Motto, wirklich einfach nur Sachen. Das ist ein Fifth-Level-Spell. Das ist ein Fifth-Level-Spell. Oder kannst du den Fight das so verändern, dass der dann für dich kämpft? Okay, wenn du es im Fight machst, dann hat er sogar Advantage auf dem Saving Throw, weil es halt so hastig ist. Okay, du kannst halt wirklich die Memory komplett reshapen. Du kannst sie komplett reshapen. Also, du kannst sagen, du kannst sie komplett rauslöschen, du kannst sie abändern, du kannst ein komplett anderes Event da reinsetzen, was du dir ausgedacht hast, in dem seinen Kopf. Also, du kannst wirklich den komplett, ja. What? Vorbei. So. Es muss irgendwelche Einschränkungen haben. Nee. Hä? Du musst halt nur die Memory beschreiben. Musst dir dann immer wieder
Darf der drauf würfeln, wenn er angegriffen wird? Hört sich irgendwie sehr interessant. Nee. Du kannst das nur restoren, wenn du bestimmte Spells castest. Dann kannst du das restoren. Ansonsten ist das permanent. Solange bis einer auf die Idee kommt, ach, dem wurde ja was ins Gehirn reingesetzt. Uff. Ja. Three of the features in this subclass are entirely new. Now, Create Thrall is functionally also entirely new, but it's using the old name. Yeah. But Psychic Spells, Clairvoyant Combatant, and Eldritch Hex are all entirely new features in this subclass. And they are allowing you to, first off, when you cast enchantment or illusion spells, you can do so without verbal or somatic components because we wanted you to be able to feel like what? That psionic magic user where it's just your mind is doing it. Yeah. And they're not, no one is totally necessarily boring. Seeing you do anything while you use your spooky magic. But as you mentioned, the psychic spells feature also lets you, when you deal damage with a warlock spell, change it to psychic. Yeah. So you can have, again, this sort of full psionic fantasy of whatever spell you're casting that's dealing damage, it can be psychic damage. And you can flavor that as this is all in your head. Yes. Yeah. Yeah. Well, particularly because they never saw you. They never saw you casting a spell. Yeah. Einfach nicht Counterspell. So also, then with Clairvoyant Schön. Combatant, this new feature ties in with the subclass's Awakened Mind feature. Where you can, hey, Tage, with Awakened Mind, sagt, create ja, a connection between your also, mind and someone else's. Wenn man kein well, DM ist, then with Clairvoyant Combatant, you can make that connection go bad. This is all about really zeroing in on a target and just heightening how much damage you're doing to that one target. This is actually a nod to how psionics worked back in first edition D&D. Where you could have these psionic battles going on in people's minds and nothing visible is even happening. You know, if someone were watching, like, it looks like those people are like flinching in pain, but from what? Yeah. And this subclass just brings that to the table. The Elder Hex is significantly more powerful as well. Yes, the enhanced version of Hex that you have is again all about heightening the suffering for this one target because it gives them disadvantage on saving throws. And so that is going against a certain ability. So you can, let's say if you're going to be casting spells that force wisdom saving throws, you can use this spell, your hex, to give them disadvantage on wisdom saving throws, which again can create the sort of snowball effect with your harmful magic against. There's a lot of synergy with all of these subclasses. I mean, everything in the new player's handbook is very intentional. As a giant fan of warlocks, it's very difficult to make a choice. These are all fantastically realized and hit many subgenres of this creepy genre that I love so much. People are gonna love all this new. Knowing how much of a warlock fan you are, it was important to me to be able to hear you say that. Yeah, it's tough. I mean, Fiend and Celestial have always been very strong, but Fey and Old Ones is so strong and so specific. I absolutely love them, and they're so on theme, and I can't wait to optimize them in some builds. The New Player's Handbook is available for pre-order. Also ich würde mal jetzt sagen, also der Archfey und The Great Old One, die haben halt richtig abgeräumt. Holy fucking shit. Also Archfey besonders. Aber trotzdem, du kannst jede Subclass gehen und es ist so viel stärker als vorher. Es ist so. Und Warlock fand ich nie wirklich weak.
Nee, definitiv nicht. Geht aber jetzt ist er halt gerade, also ich weiß halt nicht, ob das, also das wird halt schon ziemlich broken, so was, also das ist wirklich heftig. Buff bekommen. Ja. Es wurde nicht wirklich was angepasst, was runtergeschraubt oder irgendwas gebalanced, es war einfach nur straight up. Yes. Hier, nimm. Gönn. Nimm mein Kind und mach Dinge. Gönnjamin. Na, das ist halt wirklich. Hello everyone, today. That is strong, 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 strong. Müssen sie aber abliefern hier. Ja. Also ich kann schon mal, vielleicht geht ja Eva hin und macht so die erste Kampagne mit den neuen Regeln. Mhm. Und dann werde ich aber so richtig assi und spiele diesen Archfiend. Warlock. Weiß Eva das aber auch, ja. Ja, das wird man, das wird dann halt, ne, also, was, ne, wird dann mal erwähnt und dann ist das halt so, ne, das ist halt, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich weiß nicht, wenn ich die anderen 4 Storys fertig spiele. Ja, das sowieso. Ja, das sowieso. Ja, das, aber da sind wir gut dabei. Wo? Also welche Story sind wir gut dabei? Ja, bei der Critical Role. Bei der Critical Role seid ihr richtig gut dabei. Also da, die ist am allernächsten. Die ist am allernächsten für gefinished zu werden. Glaube ich. Ich sag, wir kriegen andere Story als erstes hin. Denkst du? Ja, weil deine Story von Critical Role, es kann zu hart ausweichen, wann wir das nächste Mal spielen oder nicht. Es muss nur eine Person keine Zeit haben. Ja. Und 5. Ja. Und die Story schon hinüber. Aber ich finde, wir sind relativ konstant jetzt gerade, ne? Also jetzt gerade im Moment läuft es relativ konstant. Also jede Woche eine Story und dann. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber jetzt gerade im Moment, und ich will es nicht verschreien, läuft es ja relativ konstant. Ja, es wird das letzte Mal für dieses Jahr sein. Was soll denn das da jetzt, hä? Was soll denn das da jetzt? Tut der Jinx. Aber gut, aber nicht. Die anderen sind halt trotzdem noch, also die anderen sind halt trotzdem noch extrem weit weg. Also wir haben Wegner gerade erst angefangen. Deine Kampagne ist eigentlich auch noch relativ am Start. Und, also beziehungsweise die hat auch noch nicht richtig angefangen, ja. Laut deinen Aussagen. Die Story fängt erst an, wenn ihr die Mine durchschafft. Ja, und Patricks fängt jetzt erst quasi an. So richtig zu sein. Der Prince of Apocalyptic Dingsbumsen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ja, Patrick Kornet macht nichts. Ich. So, Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist dort unten irgendwo. Da ist so ein Like-Button, den könnt ihr mal smashen und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ich freue mich drüber. Dankeschön!